So, auf geht's. Freunde der gewappneten Sonne. Der Sonne, des Mondes, der Nacht, des Tages. So, dann gucken wir mal, was wir so haben. Ich habe Neujahrisch hier geguckt. Erstmal kommt eine Box hier hin. So eine schöne Box. Also, wir haben den Fegemeister. Ein Pferd, ein Midlane-Sperrmann. Ich würde sagen, das könnte eine Gale-Force-Runde sein. Oder eine Krakenrunde. Das ist jetzt die Frage. Möchten wir eine Krake? Eine schöne Krake? Du kannst gehen, Brudi. Wir haben halt, haben wir AP? Wir haben AP, sehr gut. Wir haben AP. Wir haben nämlich eine Kier. Wir haben keinen Tank. Das ist ein bisschen problematisch. Brauche ich den Tank Zerbilderbild? Nee. Ich glaube, das wird eine Gale Force Runde. Eine schöne Ballerböller-Runde. Schöne Ballerböller-Böller-Runde. Freihändiger Schako wird es leider nicht werden. Weil das... Oh shit, ich habe die Box zu früh gestellt. Scheiße. Oh, das war a horrible, horrible mistake. Oh, es sieht aber durch den Boxenbuff. Nee, es war auf 1 ist, glaube ich, kein Buff, ne? Aber es ist okay noch. Es ist noch im Raymond. War nicht ganz clean, aber es ist im Raymond drin. Hallo? Greif. Box. No! Wow! Ach, Leute, wirklich? Wow! Wow! Das gab's noch nie. Sowas habe ich noch nie erlebt. Das habe ich wirklich noch nie erlebt. Wow, big yikes. Frage, stelle ich jetzt hier noch eine Box? Ich glaube, die Antwort ist nein. Stellen hier oben schon mal eine. Ah, big yikes, ey. Hallo? Wow! Oh, boy. Oh, oh, boy. Oh, Leute. Big Leute. Wow. Fehlt da ein Golem? Oder sehe ich den nur nicht? Alter Schwede. Puh, gut, dass das keiner in meinem Team gesehen hat. So, jetzt nochmal resetten. Hä, fehlt der? Nee, sehe den, glaube ich, noch nicht, oder? Wollte schon sagen, als ob jemand den kleinen Golem macht. Big! Uff! Ja, jetzt ist der Clear an den Golems leider auch nicht mehr so clean. Aber ich glaube, ich kann froh sein, dass ich noch lebe, oder? Und dass ich sie schaffe. Ja, ich bin ein bisschen behind. Lasst uns ehrlich sein. Lasst uns right here ehrlich sein. Können wir vielleicht einen Gank auf die Top-Lane bringen? Das ist die Frage. So, wir können es probieren. Ich skill erstmal noch nicht die E. So, wobei, jetzt skill ich die doch. Jetzt wieder wegdrehen. Okay, hier ist nochmal eine E. Zack. Ignite ist drauf. Schön! Schön, jetzt müssen wir nur aufpassen. Es könnte nämlich sein, dass der Schweinereite verehrte Schweinebesteiger gleich hier kommt, aber tut er nicht. Tut er nicht, okay, cool. Dann könnte Midlane. Wir gehen, er wird wahrscheinlich direkt zur Botlane rodieren. Er wird hier rein rodieren. Er wird da rein rodieren. Gut. Gut, ich denke, wir gehen wieder für 2 Punkte in die W. Durch den Jungle Chaco Buff, der ja ein Buff für Jungle Chaco war. Macht es 2 Punkte weh Sinn. Aber nicht mehr. 2 im Sinn. Die sterben alle nicht, oder? Ja. Okay, Kiona ist tot. Ich sterbe gleich auch, ist das Problem. Kannst du bitte sterben? Das Ding ist, ich würde das gerne halten. Aber wenn ich das jetzt halte, sterbe ich. Oder ich könnte eine Bait-Compilation machen. Vielleicht, passt auf, vielleicht kommt der und invadet mich. Und dann wird der instant gefeiert. Das könnte sein. Nee. Jetzt kommt gleich ein Flash. Es ist nicht so, dass ich es nicht gesagt hätte. Aber ich dachte, dass er wenigstens in den Tower rein dasht. Dass ich nur von der Flagge gekillt werde. Also, da möchte ich aber bitte sagen, das ist Quatsch. Das ist ja wohl Quatsch. Ja, jetzt habe ich auch kein Blue wahrscheinlich mehr. Okay, Leute. Also, es ist schwierig. Es ist schwierig, ja. Aber ich werde komplett ausrasten in das Game. Ich schwöre drauf. Ich schwöre. Ich werde komplett vernichten. Aber so richtig komplett vernichten. Ja, also die Idee war gut. Ausführung war, naja, ich kann ja nichts dafür, wenn Java broken ist. So, der wird weg sein. Oh, der ist noch da. Der Hacker ist ja richtig bad. Schön, aber er hat den Taunty. Den wird er auf jeden Fall. Oder er kommt jetzt gleich hier noch aus dem Busch, um mich zu töten. Das glaube ich aber gerade mal nicht. Aber gut. So, wie sieht's unten aus? Velgas ist gestorben. Wie viel macht mein Smite? 34er. Cool. So, zweiter Punkt in die W, da machen wir neu im den schnell, damit wir ein bisschen aufräumen können. Ein bisschen hinterherkommen hier.
So, können wir unten was machen? Naja, potenziell, aber nur potenziell. Ich weiß nicht, wer ist denn das Lulu? Ist die noch da, ist die Frage. Weiß man nicht. Wir können es ja probieren. Oh, it's not too bad. Jetzt. Schön! Bester Schako. So, jetzt gehen wir in die Mitte und gucken mal, was da so geht. Die wird nämlich gleich schon wieder gedived werden. Hier ist ein Ward. Könnte sein, dass hier Vision... Die wird doch gleich gedived. Ich sehe das, dass die hier gedived wird. So bad ist Kiana. So bad. Komm, Box, mach doch mal was. Hä? Hallo, Kiana? Und Broken, Javon ist broken? Ja, okay, schön. Nicht so cool. Gut, ich kann mir mal den Köcher jetzt kaufen. Mache ich auch, denke ich, ja. Ja, okay, der Javon, der... Aber der wird noch sehen, Leute. Der baut Full Lethality. Oh, jetzt ist der Pferdemann auch noch in der Mitte. Ja! Gediegen, sage ich mal. Gediegen. Der Javon ist jetzt... Ich bin halt Level 4, ne? Okay, man muss auch sagen, ich bin halt relativ früh gestorben. Oh, schade. Ich bin relativ früh gestorben und mein Jungle Clear am Anfang war ja leider... Wir müssen ehrlich sein, es war leider eine Vase. Es war leider ein absoluter Vasenclear. Ne? Mach auch gar keinen Schaden an dem. Wir nehmen einfach ein bisschen Xperia.de. Shit, jetzt habe ich halt gar nichts bekommen. Aber im Moment kann ich... Die Frage ist, ob wir jetzt ein bisschen Jungle kämpfen. Vielleicht wäre in dem Game sogar noch ein dritter Punkt in die W gut. Aber ich muss halt auch Schaden machen. Aber dann würde ich wenigstens richtig gut Jungle kämpfen. Ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht komme ich aber auch rein, indem ich eine Lane ganke. Zum Beispiel Top Lane. Aber Top Lane ist halt drunter mehr. Das ist auch nicht einfach. Nehme ich eine Lane ganke und dann einfach richtig die XP einsauge. Ich meine, ich habe beide Tauntys verloren. Der erste Buff hat 1470 Jahre gedauert. Ja, wir müssen einfach damit leben. Das ist, ist halt ein bisschen unglücklich gelaufen. Auch das. Aber das war nochmal Glück im Unglück, würde ich behaupten. Und sie geht jetzt Botlane-Raum. In der Zeit, wie sie Botlane-Raum, farme ich die Mitte ab. Müssen nur gucken, dass Javon jetzt gleich nicht uns tötet. Aber ich habe ja meine Q. Was soll schief gehen? Shit. Aber ich kriege XP. Das ist alles, was ich brauche. Geh weg. Geh doch weg. Okay, wir leben. Dann kann ich jetzt bitte in die Mitte farmen. Achtung, Danger. Big Danger. Bringst du mal wieder Talon oder Zed? Hä, gestern kam doch erst Talon. Sakamoi. So, cool. Guck mal, und jetzt können wir ein bisschen Big XP. Big XP und Big Tower Pressure machen wir jetzt. Wir machen jetzt hier richtig, wir machen ein Towerfest, Leute. Ein schönes Towerfest, weil der Klon wird erst angegriffen, nachdem die Kanone kaputt ist. In der Zeit können wir richtig schön Klon-Damage machen. Beste wäre, wenn der Tower nicht die Box sofort gekillt hätte, aber ist okay. Oh, guck mal, der greift gar nicht den Klon an. Noch besser. Jetzt stellen wir noch eine Box. Wow! Noch ein bisschen Geld nehmen. Okay. Oh, was geht hier ab? Ja, okay, aber das ist ja jetzt nicht mein Fehler, oder? Ich meine, ich habe Geld geplatet. Ich habe auch zum Glück alle auf Mute. Der wird mich aber nicht diven. Nee, wieder nicht. So. Nehmen wir noch was mit? Ich würde sagen, ja. Also wir müssen halt erstmal wieder ein bisschen reinsteppen. So, aber wir sind jetzt wieder ein bisschen aufgeholt. Er ist 7. Er ist halt 301 auch. Das ist ein bisschen problematisch. Er wird uns eventuell diven, wenn ich da jetzt rübergehe, oder? Wenn ich da jetzt rübergehe, bin ich sofort tot, richtig? Nee, ich gehe das Risiko ein. Ich werde das Risiko eingehen. Das wirst du nicht machen. Hier ist eine Box. Du kannst mich nicht diven. You cannot dive me. Jetzt könnte er mich diven. Aber er wird sterben. Er wird sterben. Und ich hab... Das ist okay. Das ist fein. So. Ich glaube, wir bauen jetzt erstmal eben Schur. Oder sollen wir direkt Gale gehen? Nee, lass uns... Oder? Boah, weiß ich nicht. Was kostet ein Gale? Ist in greifbarer Nähe. Ja, lass uns Gale Force direkt bauen. Ist, glaube ich, nicht verkehrt. Habe ich da einen nicht gecleared? Schön Set Mitte. Ja, mal gucken. Mal gucken. So. Ich werde ausrasten bald. Klar, es ist 1-3, aber ich bin kurz davor durchzustarten. Man muss nur die Motivation oben halten. Wir brauchen Gale Force. Hat ja jetzt ein bisschen mehr Cooler. Kann sein, dass der Pferdemann jetzt kommt. Ist ein bisschen ekelhaft. Es ist potenziell möglich. Ja, Leute, ich bräuchte hier einen Big Help.
Habe ich Smite? Kann ich ihn smiten? Nee, kann ich nicht. Shit, aber Klon? 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 Ich habe hier noch eine Box. Leute, irgendwer? Hallo, der hier ist ein Pferdebesteiger auf meiner Line of Sight. Oh, ich habe ihn gekillt. 700 Gold. Thanks. No, 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 no. Ich habe 5 Sekunden Smite, aber ich kann nichts machen, außer eine Box hier stellen. Lauf durch die Box. Lauf, lauf, lauf. Oh, meine Box hat noch irgendwann gepikst. Pixie, pix. Geh weg, Gromp. Geh weg. Ich könnte noch, ich hätte noch, ich könnte noch, ich hätte noch. Ich will noch, ich habe Bock. Wo ist er denn? Er ist bestimmt in den Busch, oder? Und wenn ich da jetzt reingehe? Er wird mich töten, aus Versehen. Aber es ist okay. Es ist... Tötet ihn! Tötet ihn! Tötet ihn! Ah, oh, er tötet alle drei Leute. Wahnsinn. Wahnsinn. Der Gromp... Ach, der Gromp hat ihn gekillt. Nein, dann haben wir jetzt das fertig. Oh Mann, hätte ich gerade mal ein rotes Smite gehabt. Das wäre genius. Ich hätte, glaube ich, den Gromp noch smiten können noch. Aber ich hätte ihn nicht gesmited, weil ich dachte, ich brauch's gerade nicht. Aber ich hätte es sollen tun. Ah, Mann, 7-2, der wird noch sehen. Wir haben jetzt Gale Force. Wir können jetzt starten. Wir können durchfahren. Eine schöne Durchfahrt. Boah, der ist schon wieder full life. Wie halten der sich? Sanguine Blade. Das ist deswegen, weil er auch so stark gerade. Ja, Tower ist jetzt weg. Aber Leute, Jarvan Midlane hat halt die Schwäche, dass er später richtig kacke ist. Also richtig kacke. Also, das dauert noch ein bisschen, so 30 Minuten. Aber dann, shit. Geht das eigentlich auch auf Minions? Ich glaub schon, oder? So, jetzt haben wir mal wenigstens das rote Smite auf. Was geht denn hier oben? Na, no, Boys. Boys. Ich glaube, das kann ich aber auch nicht deffen, oder? Die werden mich einfach umbringen. Die sind beide Level 10, Alter. Ich bin Level 7. Level 7. Und die haben auch wieder 1000 Platten hier mitgenommen. Da kommt gleich ein Javan raus. Red Buff mal fix holen. Lucian hätte ihn ja auch mal anklicken können. Ja, wäre nicht verkehrt gewesen. Hä, wie ist denn der Velkos jetzt gestorben? Wirklich? Gegen Javan? Nee, gegen Tryndamere. So, ich glaube, ich muss... Oh, jetzt bringt sie die auch noch zu mir, die Gebrüder Grimm. Glaube ich, das Beste, was ich machen kann, ist gerade mal Wortlane. Oder wir töten da, aber ich weiß nicht, ob da töten ein guter Plan ist. Vielleicht hier so eine Bait-Compilation? Komm, geht auf mich drauf. Okay, vielleicht doch nicht. Ja, sie hat ihre Ult nicht getroffen. Schön gedodged. Jetzt muss ich nur überleben. Jax. Ah, es war halt... Ja, es war auch echt bad. Sie hat aber, wie gesagt, ihre Ult nicht auf den Tunnel mehr getroffen. Aber warum hier eigentlich Stroh? Ich könnte reingehen, aber... Boah, Junge, wir sind alle mega bad. Alle. Mega bad. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Monsieur Junge Jacques. Bonjour. Bonjour, bonjour. Dankeschön. Also es wird verdammt schwer sein, hier wieder einen Griff ins Game reinzubekommen. Aber die Liebe und die Stärke muss da sein. Das Herz der Freundschaft, der Knechtschaft, der... Die Frage ist halt nur, komme ich ins Game, indem ich versuche zu farmen, was gerade aktuell schwer ist? Das Game ist free. Das ist free, ja. Free Game. Oder versuche ich, Botlane mal was zu... Der Jarvan ist halt gut, der macht eine Lane nach der anderen kaputt. Ich bin unterwegs, habe keine Ult, aber bin unterwegs. Bin unterwegs, komm, da können wir was machen. Ach, er ist gestorben. Das ist natürlich bad. Und das sind jetzt drei Boys und Girls of Germany. Schön, dieser Schako. Komm, Tower, 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 Tower. Er brennt, er brennt, er brennt, er brennt. Juhu! Wah! Wah! Und jetzt komm, mach irgendwas. Kiana, irgendwas. Mach irgendwas mit ihm. Mach irgendwas, was eine Kiana so macht. Komm. Wow! 5-4. Hier ist ein Ding. Du kannst da nicht durch. You cannot. Na okay, er wird alle töten. Lauf, schling, fischel dich. Der ist tot, der ist will. Verteidige ihn, ja. Oh, schön, 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 schön. Und jetzt mach deine Sachen, die du so machst. So, wir kaufen jetzt einen Essence Reaver. Wie baut denn der Essence Reaver sich? Ist der jetzt eigentlich genervt oder gebufft worden für mich? Mann, ich weiß nicht, wie sich der baut. So? Da. Ist der jetzt besser oder schlechter? Ne, Essence Reaver haben die gar nicht... Oh, sie töten ihn. Ne, die werden beide sterben. Oh, Kiana. Okay, hä? Wie, Kiana? War hier nicht gerade ein Ezreal? Achso, ne, wir haben gar keinen Ezreal. Die haben einen Ezreal. Ja, Lucian ist natürlich... Ich komme. Lucian ist natürlich auch ein Problem. Ich bin unterwegs. Komm zu mir. Don't die. Oh, ich habe doch extra gesagt, don't die. Die Frage ist, pusht der noch? Ja, ist potenziell möglich. Komm schon. Ich habe keinen Gale Force, leider. Nein, 900! How to get rich very fast.
Aber so richtig very fast. Batz! Einfach hier ein 700T, oben ein 900T. Einfach die Cash-Kanone gestartet. So, jetzt wie viel? Was war jetzt hier? 1,5. 1,5. Machen wir noch jetzt mal Punkte ins Q rein, damit wir ein bisschen länger unsichtbar sind. Ja, Jax könnte halt auch rausrasten. Der hat halt aktuell nur, sieht aus wie vom Trödeltrupp. Fehlt ein bisschen was, ne? Da ist wieder Jarvan. Guck mal, der Jarvan ist auch am Throne. Throne 1000. Ich bin unterwegs. Den können wir nicht töten. Doch, den können wir töten. Wenn er jetzt umdreht, dann töten wir ihn. Oh shit, never mind. Forget it. Brrr, skurra. Ja, das Problem ist, ich bräuchte Level 11 und die pushen jetzt Spotlane und der Wurm wird gleich sterben. Ich meine, das... Oh, es ist so klar, dass der da stirbt. Wobei, vielleicht kann ich das ins Bessere umwandeln. Komm schon, hallo! Hallo! Stirb. Ah, hätte ich nicht ulten müssen, aber ist okay. Ich dachte, dass da vielleicht noch Ult oder sowas kommt. Aber hat er ja gerade... Ach, weiß ich doch nicht, was ich gemacht habe, was er gemacht hat. Ohne Ult ist Shaco halt ein bisschen schwierig, muss man sagen. Deswegen, ja, sind wir jetzt tot. Okay, wir leben, aber der Wurm ist tot. Der Wurm spielt aber auch leutemäßig. Der spielt so aggressiv, der wird einfach nonstop gecatcht. Nonstop einfach. Der muss mal ein bisschen sich reduzieren. Aber ich kann ja zum Glück nicht schreiben. Das hält auch einen vom Flame ab. Also ich würde ja eh nicht flamen, ne? Aber ich meine so. Ich kann nicht schreiben. Ich habe den Chat deaktiviert. Wenn ich jetzt was schreibe, dann steht da... Nee. Steht da einfach. Nee, you cannot schreibe. Das ist gut. Na, wenn ihr jemand seid, der schreibt, so ein Tynex, der die ganze Zeit chattet, dann macht es an. So, was kaufen wir jetzt, Leute? Ich brauche Vorschläge. Vorschläge. Was kaufen wir? Ich glaube, das Teil hier wäre cool. Der da. Wobei der auf Shaco nicht ganz so cool ist. Muss man sagen. Oh boy. Okay, ja dann. Na gut. Ja, Kollekteur. Kollekteur kann man immer schon machen. Ist, glaube ich, auf Shaco auch nicht so bad, weil es mit der E ein bisschen synergiert. Bin aber nicht mehr der ultraste Fan von Le Kollekteur. Aber ich denke, Crit ist halt schon eine gute Idee. Weil wir ja eh jetzt ein bisschen Crit haben. Und dann sollte man das auch ein bisschen ausbauen. Ach so, was ich auch immer machen wollte. Aber ich bin mir noch nie 100% sicher erbaut. Sind die Navori Quick Blades. Wo sind denn die? Sind die nicht hier? Da. Lame Rapide Navori. Ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Ich glaube, die machen wir. Okay, was geht hier ab? Kann ich da was machen? Boah, es sind drei Leute, ey. Mann, ist dieser Shaco. Wow, ist der Shaco ein K.O. Dieser Shaco ist einer der besten. Allerdings. Komm schon. Hello. Oh ja, hier ist eine Box. Da ist eine Box. Du kannst nicht an der Box vorbei. Du kannst nicht. Geh. Oh, Mann. Dieser Peter, ey. Aber wir machen richtig Geld hier. Geld. So, was machen wir? Box mehr cool? Ja, ein bisschen mehr. 400. Ne, ein bisschen mehr unsichtbar. So, die Navori Quick Blades. Jedes Mal, wenn ich angreife, wird, glaube ich... Oder nee, jedes Mal, wenn ich kritte, wird der Cooldown der Q reduziert. Was nicht bad ist. Ich glaube, das machen wir. Das testen wir nochmal. Gleich ein Game? Jawohl. Trinity Edge... Also, ja, klingt auch nicht bad. Das Problem, mein Team ist nicht da. Ich habe niemanden im Team, der carried, außer der Velkos, der permanent stirbt. Also, er carried die Gegner. Ich bräuchte jemanden, der ein bisschen Power hat. Wir haben hier niemanden außer... Ich bin wieder gut im Game, ich hab's gesagt. Ich bin am Stridebreakern. Hat der Ult? Weiß man nicht. Vielleicht. Komm her. Shit. Weiß man nicht. Also ich bin am Start, aber mein Team ist nicht am Start. Lucian ist halt auch nicht der geilste AD Carry, muss ich einfach mal sagen. Lucian gehört zur Familie der Vasen. Und Trunners haben immer Ult. True. Vielleicht fangen wir hier so eine Lulu ab. Shit. Nee. Hier ist eine Box, du kannst nicht durch die Box. Danke. Danke. Okay, da ist ein Jarvan, der will den Wurm. Jetzt. Oh, boy. Oh, Mann. Aber er hat jetzt nichts mehr, oder? Können wir da jetzt nicht was machen? Boah, Klon, wie wär's, wenn du angreifst, Klon? Bam!
Bam! Was ist das für ein geiler Schako? Wer hat diesen geilen Schako bestellt? Wer hat diesen geilen Schako bestellt? Wow, ist der gut! Wuhu! Und jetzt haben wir den Infernal Drake, oder nicht? So, vielleicht kommt der und will uns abfangen. Oh shit, Boys. Boys of Girls in Germanys. Boah, ist der Schako gut! Wow! Ach, geil, ey. So. Die Frage ist, kommt der Boy jetzt hier rüber? Aber der ist alleine. Und da ist ein Ward. Shit. Der ist alleine, aber er ist Tründer mehr. Und ich weiß nicht, wie er geholt hat. Shit. Ich muss ein bisschen helfen, aber er darf mich nicht killen. Schön. So, jetzt holen wir uns noch was kaufen. Ich glaube Infinities, Leute. Wir machen jetzt schon sahnigen Sahne-Damage. Leute, Leute, Leute. Nee, ich bin da raus. Jetzt machen die wahrscheinlich Baron. Muss ich den klauen? Boah, gar keinen Bock. Baron klauen, gar keinen Bock. Also Infinities danach. Klingt nach einem guten Deal. Boah, jetzt muss ich auch noch den scheiß Baron klauen, ey. Oh, Mann. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Hier ist eine Box. Bitte farm das für mich. Hm, das sieht nicht so aus. Könnte sein, dass... Ach, die machen den gar nicht? Really? Hä, sind die komplett dumm oder nur ein bisschen dumm? Okay, cool. Cool, 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 cool. Könnte sein, dass die jetzt immer noch dahin gehen. Ne, tun sie nicht. Oh, da ist Jarvan. Ich mache jetzt erstmal mein Item fertig. Okay, so. Quickblades und jetzt ein Infinities. Infinity und dann ein bisschen Armor Pen. Dann haben wir einen ziemlich sahnigen Bild. Wir müssen aber gucken, dass wir immer die 1-on-1-Fights gehen. Ich will keine 5-on-5-Fights. 5-on-5 würden wir 1000 Mal auf die Fresse bekommen. 1400. Komm, 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 komm. Nee. Bruder, du stehst... Obwohl, nee, geht noch. Dachte, er steht turbo gefährlich, aber ging noch. Wow! Huhu! Und Slip! Was? Oh, wow, das hat sie outplayed, aber ich bin Navori-Charko. Was? Stopp! Geht hier noch was? Nee, da können wir... Ich kann gleich nochmal Navorisieren. Ich gehe da hinterher, ich gehe da hinterher. Wow! Don't die! Oh, shit, ich lebe noch. Also, mein altes Ich, mein anderes Ich. Oh, shit. Hä, wie kann es sein, dass ich sterbe, mein Klon nicht? Ja, er wurde nicht hingeleitet. Okay, macht Sinn. Oder? Ja, shit. Schade, Marmelade. War ein bisschen... Ich habe da ein bisschen zu viel getrustet. Okay, cool. Jetzt Infinities. Inswinities. Wo ist denn Swinfinities? Swinfinities. Wieso ist das nicht hier? Weil es kein Assassin-Item ist? Ist es das? Wirklich? Sind wir jetzt schon so weit, dass wir sagen, Assassins dürfen keinen Infinity-Edge bauen? Wow. Big... Wow. Sidelands. Ja, ich meine, wir können nicht alles machen. Oh, Quinn? Nee, nicht Quinn. Hier, Ding, ja. Ich meine, ja, ey, Leute, können wir auch kurz berücksichtigen, dass ich der Einzige mit Kills im Team bin. Naja, Kiana geht noch, aber Toplane ist 1-6 und Botlane steht 6-19, Leute. 6-19. Ja, das müssen wir berücksichtigen. Satisfactory angefangen, das ist ja mega cool. Ja, Satisfactory ist mega cool und das Geilste an Satisfactory ist, dass die Macher einfach übel motiviert sind. Die bringen permanent immer noch Updates und du bezahlst nie... Was ist das eigentlich für eine Ehre? Du bezahlst nichts fürs Game. Du kaufst es einmal. Kein Abo, kein nix. Und die updaten es einfach nonstop weiter. Soll ich one-shotte jetzt? Wobei, die Lulu hat Ult. Ich muss ihn so schnell one-shotten, dass er nicht ulten kann. Hat geklappt! Hat geklappt! Hat geklappt! Und wir sind Navori-Shaku, aber ich bin zu langsam. Da gehe ich nicht nochmal hinterher. Okay, okay, er will mich, er will mich. He wants me. Kann ich Vögel machen, ohne zu sterben? Kann ich mich heilen? Nee, ne? Ich brauche noch ein bisschen Yell. Doch, ich kann mich heilen. Ich hab doch das Jungle-Item, oder nicht? Nice. Nice. Schaffst du das? Box. Box, Box. Wenn man jedes Game abonnieren und monatlich bezahlen müsste, wäre das ja auch harsch. Ja, aber okay, mal, du kannst nicht von einem Spiel erwarten, wo du einmal bezahlst, dass die ständig neuen Content bringen. Kannst du nicht erwarten, oder? Kann man das? Satisfactory hast du halt einmal für, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel das gekostet hat, ein bisschen schon, aber ne? Hast du halt einmal bezahlt
Und jetzt, die bringen halt so viel Content, wo du normalerweise pro DLC 20, 30 Euro bezahlen würdest. Hier in der Mitte, da geht was. Oh shit, das sind zu viele Boys und Girls. Also dafür ist das schon insane. Ich stehe hier sehr gut, ich stehe hier perfekt. Jetzt wieder springen und dann mache ich so. Und dann mache ich so, dann mache ich so, und dann mache ich so, und dann mache ich so, und dann mache ich so. Ich bin einfach der Beste, Leute. Was soll ich sagen? Ich komme. Allerdings müssen wir gucken, dass Tunnelman nicht unsere Base killt und ich sterbe gerade. Ich brauche Lifesteal, Leute. Holy shit. Was ist das beste Lifesteal? Blutdürster. Ich brauche einen Blutdürster. Oh, da kommt ein Ding. Ein Brünne mehr. Nee. Ich mach mal Blut. Also dann brauchen wir einfach keinen Armor-Pen. Die haben eh keine Rüstung, oder? Ja, hier ein bisschen doch, aber geht. Dann machen wir... Ich glaube, wir bauen mal erst... Ist ein bisschen komischer Bilder. Wir bauen mal... Nee, scheiß auf jetzt. Machen wir erstmal so jetzt. Von einem Early Access Game schon. Ja, okay, ja, ja. Wobei, ja, okay, ja, ja, ja. Ich glaube aber, Satisfactory ist schon gar nicht mehr Early Access. Ich glaube, das ist schon fertig, oder? Kann ich den klauen? Nee. Okay, könnte sein, dass die jetzt hier kommen und kompilieren wollen. Ich habe keine Box gerade, ist ein bisschen schwierig. Oh, schön. Bats, ich hab's gesagt, Leute. Ich hab's euch gesagt. He will be useless later. Jetzt können wir ein Swinity's Fetch bauen. Was macht das überhaupt nochmal? Und dann brauche ich Lifesteal. Ich brauche jetzt Safe Lifesteal. Am besten... Wir könnten Sanguine Blade gehen. Wäre das nicht ein cooles Lifesteal-Item? Sanguine Blade? Ach, funktioniert Sanguine Blade mit meinem Klon? Ist die Frage. Ich glaube schon, doch. Voll der KS-Handy. Voll nicht. Ich mache übel. Hast du mal gesehen, wie viel Schaden ich mache, Brudi? Brudi? Hier, 1100 Crits. Mit Autotext. Also ich mache alles, aber keine Killsteals. 1, 7, 3, 9, 3, 12, Leute. Meine Botlane steht 6, 21. 6, 21er. So, dann machen wir jetzt seine Mitte. Den Ezreal fangen wir mal wieder ab. Ich muss das Trinket wechseln. Oh boy, not too bad, not too bad, not too bad. Das ist perfekt. Pitch perfect ist das. Hallo, wieso geht mein scheiß Item nicht? Wow, wo ist Ezreal? Der ist ja instant explodiert. Mein Item geht nicht, weil es nicht an war. Weil es nicht ready ist. Oh boy, der ist tot, der Velkis. Aber hab nichts anderes erwartet. Kann ich live sehen hier? Bisschen. Hallo, Box irgendwie? Bock oder nicht? Bock oder nicht? Was? Okay, okay, okay. Cool, 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 cool. Leute, wir haben... Irgendjemand muss drinnen mehr deffen. Leute, so klappt es nicht. Na, jetzt wird der abgebrochen und ich... Der ist erstmal weg, der Base. Kommt hier, Javan. Ist sehr wahrscheinlich, dass er kommt. Das ist sehr wahrscheinlich, dass er kommt. Ne, er ist nicht da, dann hol ich den schnell. Vielleicht können wir... Vielleicht heilt er mich so viel, dass ich oben den Tunnel mehr abfangen kann. Komm schon. Go. Heil mich, Red Buff. Heil mich. Vielleicht kann ich ihn anbaiten. Wenn ich jetzt ihm entgegenkomme... Ne, der ist tot. Aber er killt noch was. Ja, Tunnel mehr ist halt ein Problemsche. Ist ein Problemsche. Ist ein großes Problemsche. So, Lifesteal auf jeden Fall. Ganz, ganz dringend. Und ich muss jetzt halt wirklich gucken, dass ich Leute abhole. Irgendwo. Aber das Gute ist, dass wenigstens meine Mates farmen können in der Zeit, oder nicht? Oh, die machen Baron, ja. Scheiße. Ja, aber ich kann, wir können auch nicht alles happening machen. Ich bin unterwegs, aber ich werde nicht rechtzeitig ankommen. Boah, ey, meine Botlane und meine Toplane sind aber auch schwer, Leute. Ohne Witz, die sind schwerer als die schwersten Hanteln im Fitnessstudio. Ich muss halt Leute catchen. Zeit kaufen, bis mein Team scalen kann. Jetzt kommt nämlich hier einer. Um die Ecke. Bats. Keiner. Okay, da ist aber ein Ezreal. Oh, ein Ezreal. Der hat mich möglicherweise nicht gesehen. Schön. Oh, Leute, passt auf. Leider falsche Klasse gewählt. Keck. W. Mm. 45 Kilo? Bei uns gibt's auch schwerer als 45er. Ist halt schade, dass Gavehouse jetzt so viel cooler hat. Was heißt schade? Das ist fair. So. Wir gehen alle nach oben nach Baron. Denken die, dass wir Baron machen oder was? Okay,
Okay, da kommt Tryndamere, da kommt Lulu, die kommen alle. Okay, cool, cool, cool. Och Mann, Qiyana, du bist aber auch geprägt von Dummheit. Was soll ich sagen? Hat der Ult an, ist die Frage. Ich kann einmal slowen, aber mehr nicht. Guten Tag. Ja, ey, was jetzt zur Hölle? Ich ja, bin Leute. Aber typ, da abhauen. Danke, Blumenlotte. Merci beaucoup. Dankeschön. Herzlich willkommen. Merci. Und danke bei den. Herzlich willkommen bei den. Bei den Romantikern. Bei den Ramontikern, meine ich natürlich. So, ja, Leute, keine Ahnung. Ey, ich spiele alleine. Ich weiß nicht. Ich will echt kein Auge machen. Ich spiele alleine. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ja, ja, er ist auch mittlerweile echt tanky, muss man sagen. Er hat Blutdüse, Eclipse und Zornmail. Er hat halt 1000 Lifesteal, wirklich. Gegen den braucht man eigentlich Hero Deuce, weil Ignite direkt drauf. Ninja Tabis. Ich glaube in einem 1-1, ich könnte gewinnen, wenn ich alles habe. Rotes Smite, Ignite und Ult. Ja, Baron ist jetzt weg. Ich muss halt die einzige Chance, wie wir der Tryndamere ist halt auch 20-6, Leute. 20-6. Tryndamere könnte ich one-shotten, wenn ich Glück habe. Beziehungsweise, im Optimalfall engage ich ihn, böller ihn um. Er macht Ultimate und dann werde ich wieder unsichtbar. So, ich muss schnell jemanden abfangen. Go, 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 go. Oh, ich bin tot. Das war, ich wollte eigentlich Lulu angreifen. Ja, das war's, Leute. Ich wollte eigentlich Lulu angreifen, damit ich sie super schnell töte. Dann, ja, keine Ahnung. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Die Frage ist auch, ob jetzt hier Brahma Sangue besser ist. Oder lieber Lama Sanguinia. Oder er schlägt dich zweimal und two-shottet dich. Ja, ist natürlich die Alternative, ne? Aber ich wollte ja gar nicht auf Tryndamere mehr. Ich habe auch nicht Ult und alles gemacht. Eigentlich wollte ich eben Lulu one-shotten, danach Ult machen und dann weg. Ja, shit. Ja, Lamas, ich, Brahma Sangue ist halt schon nicht schlecht. Hat auch Crit neuerdings, stimmt. Lama Sangwa hat keinen Crit. Ich glaube, dann wären Blutwisser besser. Dann hätten wir wie viel Crit? Steht mein Crit? Hä, ist das nicht Crit? Huber Vita? 10? Ich werde ja wohl mehr als 10% Crit haben. Ne, da 80. Es ist noch nicht over, aber es sieht schwierig aus. Sagen wir ehrlich, es ist schwierig. Also Jarvan ist auf jeden Fall der schwerste für mich. Die anderen gehen alle. Also Tryndamere ist natürlich auch schwer. Aber ich glaube, Tryndamere ist möglich und möglicher als Jarvan. Ich werde hier nicht aufgeben. We never gonna give up. Hallo, er ist ab. Grüße, Grüße, grüß Gott. Boah, aber Leute, ey. 8. 28. Das ist schon harsch. Sollen wir es probieren? Nee, der killt mich. Der Typ killt mich. Vielleicht mit allem Mann. Mit allem Mann und Frau. Aber ich sollte nicht engage. Ich werde sterben. Mann, oh, ich lebe! Ich lebe. Puh, und jetzt haben wir Blutdüster. Mach mal einen Blutdüster, alleine für den Crit schon. Dann haben wir wirklich 100. 100 Crit. 100% Crit. Easy Clap. Weggeklappt den Boy. So, und jetzt holen wir uns direkt den Boy da. Den werden wir richtig klappen, Alter. Der kriegt einen richtigen Clap. Einen Turbo-Clap. Und Slap, Clap. Na, ich bin tot. Okay, er hat geflappt. Wow, er hat. er hat richtig Angst, Leute. Dieser Esel. Okay, fair enough. Er hat Angst, aber er kann schießen. Ja, ich glaube, das war's jetzt eh. Das war's, ja. Aber Leute, also sorry, aber my hands are tight. Bei dem Team sind meine Hands halt echt getightet. Also kann ich nichts machen. Also echt nicht. Da kann ich nichts machen. Meine Hände sind gebunden. My hands are tight.